Hallo und herzlich willkommen bei Gizmodo. Ich bin hier für euch in Vegas unterwegs und gerade am Stand von Sharp. Und schau mir mal ihr Sharp Aquos Crystal an. Das ist schon vor ungefähr 5 Monaten vorgestellt worden und bereits seit Oktober letzten Jahres, also seit jetzt ungefähr 2 Monaten, auch schon erhältlich im Handel. Trotzdem, ich habe das erste Mal in der Hand und es ist wirklich ein außergewöhnliches Handy. Ich meine, schaut euch das mal an, das hat praktisch keine Ränder. Also wer das vom G3 toll fand, wird das hier lieben. Also gerade von vorne schaut es unglaublich cool aus. Sharp liefert ja auch das Display für das Dell XPS 13, das Notebook, was wirklich fast keine Ränder hat, was auch unglaublich geil aussieht. Also das hat Sharp richtig gut drauf mit den Displays. Der Rest von dem Telefon ist, naja, sagen wir mal, durchschnittlich. Also hinten eine eher ja, mittelmäßige Plastik. Man kann die Rückseite nicht abnehmen. Oder du kannst sie doch abnehmen. Man kann allerdings den Akku, wie es aussieht, nicht tauschen. Hier sieht man, hier kommt die SIM-Karte rein. Hier die Micro-SD-Karte. Als Prozessor kommt hier ein Qualcomm Snapdragon 400 mit 1,2 GHz zum Einsatz. Ein Quad-Core-Prozessor. Die Kamera hier hinten dran. Das ist eine 8-Megapixel-Kamera, vorne eine 1,2 Megapixel. Kann natürlich 4G, LTE, das ist schon mal was, aber bei dem Qualcomm-Prozessor ja üblich. Was noch ganz interessant ist, der Akku hier drin ist 2040 mAh groß, also jetzt nicht so ganz besonders riesig. Und dieses Display ist doch immerhin, stimmt, habe ich noch gar nicht gesagt, 5 Zoll. Und dafür ist es einfach ein wahnsinnig kompaktes Telefon. Und also ich wünsche mir, dass andere Hersteller auch zu Sharp gehen und denen sagen, hey, bitte gibt mir Displays, damit sie sie in ihre eigenen Handys einbauen können. Der Verkaufspreis von dem Ganzen ist übrigens auch ziemlich günstig. Das Ganze kostet nur $240. Ob und wann das in Deutschland kommt, ist leider noch überhaupt nicht klar, was ich persönlich sehr, sehr, sehr schade finde. So, das war Matthias von der CES mit dem Sharp Aquos Crystal. Ich danke schön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.